Sie hat halt einen Schwangerschaftstest gemacht. Hat sie gemeint gehabt, ja, sie ist schwanger. Und dann bin ich natürlich erstmal aufgestanden, wollte durchatmen, bin auf dem Balkon und habe 2 Zigaretten geraucht. Ich wollte halt, dass meine Ex abtreiben tut. Ich war halt nicht bereit, dafür Vater zu werden. Super. Das Jugendamt hat entschieden, dass meine Ex in eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung ziehen muss, da das Jugendamt ihr die Mutterrolle nicht zutraut. Und dann hieß es natürlich, hey, von ihr auf einmal, ich schaff das nicht, ich bin psychisch überfordert, ich werde den Kleinen abgeben. Dann habe ich gesagt gehabt, hey, ich lasse das nicht so auf mir sitzen, ich werde um den Kleinen kämpfen. Check. Faust. Yeah. Ich habe Druck beim Jugendamt gemacht, ich habe einfach darum gekämpft, dass es nach meinem Willen so teilweise geht, in eine eigene Wohnung. Hauptsache in die eigenen 4 Wände, ohne groß drumherum. Wenn ich bis zum 15.11. keine Wohnung finde, dann komme ich in die Obdachlosigkeit und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass mir Finn weggenommen wird, je nachdem, in was für einer Wohnsituation ich mich dann befinden würde. Dann war die ganze Zeit, die ich ja hier erlebt habe, ja schon irgendwo umsonst. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich das hier schaffe. Schwierig. Sehr schwierig. Nach der ersten Reportage war ja immer noch Stand der Dinge, dass ich immer noch auf Wohnungssuche war. Eine Zeit lang hatte ich schon eine gewisse Angst, auf jeden Fall. Stand ja schon recht viel auf dem Spiel. Ist noch circa ein halbes Jahr verstrichen. Und dann zum neuen Jahr 2021 hin bin ich dann hier in diese Wohnung gezogen. Die ersten Wochen, nachdem ich hier in die Wohnung eingezogen bin, die waren an sich auch wirklich sehr hart. Weil man muss halt überlegen, dadurch, dass ich in der Einrichtung gewohnt habe, ich hatte ja kein eigenes Mobiliar oder sonst irgendwas, das musste ich mir natürlich über die Monate selbst anschaffen. In der Einrichtung hatte ich ja volle 2 Jahre wirklich eine Menge Menschen um mich drum herum gehabt. Und mit dem Einzug hier in die Wohnung war es halt alles dann komplett weg. Gerade so die ersten Anläufe mit Ummelden, Strom, Gas, blablabla, das waren Sachen, die wurden mir natürlich nicht beigebracht. Da habe ich am Anfang Hilfe gebraucht, aber seitdem läuft es auch sehr gut. Am Anfang habe ich mir halt immer irgendwo ein bisschen Stress gemacht. Mache ich das richtig? Kriege ich das alles gut hin? Gerade zu der Zeit, wo ich Finn zu mir nehmen durfte, wo ich die ersten Anläufe hatte mit Finn, war das ja schon recht schwierig. Ich wusste ja gar nichts. So vom Windeln wechseln bis zum Füttern, bis zum Baden, bis zum whatever. Also wirklich, da hat mir in jederlei Hinsicht schon das Know-how gefehlt. Jetzt guck mal, da ist ganz viel Erdnussbutter drauf. Siehst du? Beiß mal ab. Das schmeckt gut. Vertrau mir. Inzwischen ist Finn natürlich in so einem Alter, der geht alleine ins Bad, der putzt sich alleine die Zähne. Ich gehe nur noch hinterher und putze halt richtig nach. So, er zieht sich auch schon selber Hose, Socken, T-Shirt, alles Mögliche schon selbst an. Er versucht auch einen auf selbstständig zu machen, manchmal auch ein bisschen zu selbstständig. Versucht sich durchzusetzen und da muss ich ihn halt auch manchmal echt ausbremsen. Da ja, ist eine kleine Herausforderung auf jeden Fall. Damit muss man halt erstmal klarkommen, man muss mit dem Kind mitgehen und nicht dagegen feuern. Klar, natürlich mache ich auch mal Fehler, das muss ich mir aber im Endeffekt auch selber eingestehen. Heute in meiner Vaterrolle sehe ich das alles irgendwie total gelassen. Ist es natürlich auch wichtig, dass wir gemeinsam daran wachsen mit der Zeit. Die Verantwortung zu meinem Sohn hat mich die letzten Jahre auf jeden Fall sehr stark verändert. Ich gehe arbeiten, habe eine eigene Wohnung, habe einen Sohn, muss mich da um meine tägliche Routine kümmern. Im Vergleich zu vor, sagen wir mal, 4, 5 Jahren habe ich mir natürlich nicht über solche Dinge Gedanken gemacht, so, weil da habe ich halt noch quer durch den Tag leben können. So, da war ich halt noch in dieser, okay, ich kann langsam erwachsen werden Phase. Aber als der Kleine dann natürlich auf der Welt war, war mir klar, ich muss sofort erwachsen werden. Ich muss jetzt meinen Hebel umlegen. Ich muss jetzt dafür einstehen. So, wir gehen jetzt zum Kindergarten, ihn abgeben und dann gehen wir zur Arbeit. Und heute Mittag Spielplatz? Ja. Spielplatz, super. Dann gehen wir mal, hm? Auf geht's. Gehst du deine Arbeit? Ja, warte mal. Es gab ja jetzt auch eine Zeit, da war ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr arbeitslos, weil ich ja eben halt auch eine Ausbildung gesucht habe. Dadurch hatte ich natürlich auch umso mehr Freizeit und diese Freizeit, die war natürlich auch nervtötend, weil ich bin so ein Mensch, ich will arbeiten, ich mache viel, ich bin Stehaufmännchen. Wenn ich zu Hause rumhocke und nichts mache, ich werde faul und das gefällt mir absolut nicht. Aber als Alleinerziehender an der Ausbildung ranzukommen, ist natürlich sehr schwer und es muss ein Unternehmen sein, wo halt auch familienfreundlich ist, wo meine nicht unbedingt flexiblen Zeiten mit unterstützt. Da gab es halt auch nicht unbedingt allzu viele Firmen, die dafür in Frage gekommen sind. Ich erlebe das natürlich auch bei anderen Leuten, die alleinerziehend sind, dass es halt nur Absagen gab.
Ohne Kind hätte ich natürlich viel mehr Chance. Ich könnte viel mehr Flexibilität anbieten, längere Arbeitszeiten, ich könnte an Samstagen arbeiten, ich könnte auch mal Überstunden scheffeln, das ist alles kein Problem. Aber mit Kind kann ich das natürlich nicht bieten. Und ja, letzten Endes, über das gesamte Jahr verteilt, gab es nur eine Firma, die mich dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat. Und genau bei dieser Firma mache ich jetzt dann auch meine Ausbildung. Als da die Zusage für die Ausbildung kam, dachte ich mir erstmal, wow, ja krass, jetzt kann ich endlich mal die nächsten 3 Jahre straight on da meinen Weg gehen und mir eine Zukunft aufbauen. Ich habe jetzt gerade aktuell eine 28-Stunden-Woche, weil ich es anders gar nicht hinbekomme. Es ist natürlich eine Erleichterung, dass ich Finn im Kindergarten abgeben kann. Ich habe super Kollegen, es ist ein super Arbeitsumfeld, es macht mir Spaß, da auf die Leute zuzugehen. Ich denke, die 3 Jahre werden mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Ich habe vor kurzem mit meinem Chef ein Gespräch darüber gehabt und er hat halt auch gemeint gehabt, hey, wenn mein Kleiner krank ist und ich Anruf vom Kindergarten bekomme, ich soll ihn abholen. Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Man sollte sofort alle stehen und liegen lassen, um sich um seine Familie sorgen zu können. So, und das hat er mir auch ans Herz gelegt, so, obwohl ich ja nicht mal das erwartet habe, dass man das mir entgegensetzt oder so. Und das finde ich halt auch echt stark und klasse. Ja, ich habe selber 2 Kinder. Die jüngste ist 6, die große Schwester ist 9. Von daher, ich weiß, was er mitmachen muss aktuell. Er hat wahrscheinlich jetzt etwas, was er mitbringt an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Stärke, die er vielleicht jetzt da durch die Papa-Rolle jetzt gelernt hat. Im Vergleich zu seinen Azubi-Kollegen, die jetzt mit ihm beginnen, wünsche ich mir von ihm, dass er als Vorbild vorangeht. Vor 4 Jahren bin ich ja hier nach Heilbronn gezogen, mit dem Hintergrund, dass ich hier niemanden kannte, die Stadt für mich fremd war, keinerlei Bekanntschaften, so egal. Komplett auf mich alleine gestellt sozusagen und meine gesamte Familie und alle meine Freunde halt in Pforzheim gelebt haben. Inzwischen ist mein gesamter Freundeskreis beständig aus alleinerziehenden Familien. Man trifft sich auf den Spielplatz, man tauscht sich miteinander aus, man kann vielleicht auch mal abends, während die Kinder da noch spielen, vielleicht auch mal gemeinsam Bier trinken oder so. Es muss ja nicht viel sein. Man muss als Elternteil auch mal sagen können, hey komm, wir machen jetzt mal was ich möchte. Es geht nicht immer nur ums Kind. Mich hat er vor allem an ihm begeistert, wie er mit seinem Kind umgeht. Ja, mit der Background-Story hinten dran, dass er mit 18 alleinerziehender Vater geworden ist. Und ich finde, er macht es einfach fantastisch. So im Alltag ist es auf jeden Fall cool, wenn man da irgendwie jemanden um sich rum hat, mit dem man auch mal reden kann. Ich meine, okay, bei ihm sind es jetzt andere Umstände. So, er hat zwar noch Frau und Kind zu Hause, bei mir halt wiederum anders. Und wenn wir uns da mal gegenseitig absprechen und auch mal was unternehmen, ist es auch natürlich im Alltag eine coole Sache. Wenn ich andere Paare sehe, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich denke, ich würde irgendwie was verpassen. Bei mir in meinem Leben ist es halt alles ein bisschen anders, weil wenn ich halt eine Tür zu einem Menschen öffne, dann öffne ich ja nicht automatisch nur meine Tür zu den Menschen, sondern auch zu Finn. Und das ist halt das, was eine normale Beziehung oder Dating zu meinem Leben unterscheidet. Es gab auch mal eine Frau, die habe ich kennengelernt. Die hat dann letzten Endes zu mir gesagt gehabt, ich und Finn seien so stark im Vater-Sohn-Ding drin, dass sie niemals ihren Platz darin finden würde. So, und das hat natürlich auch erstmal zum Nachdenken angeregt. Im Prinzip ist sowas ja nichts Schlimmes, es ist ja was Gutes, dass man so eine krasse Vater-Sohn-Bindung hat. Man sollte sich halt rantasten, mutig sein, sich was trauen. Man muss aber auch bereit sein, was zu verlieren. Seitdem er auf der Welt ist, kann man eigentlich schon sagen, dass es halt eine neue Art von Liebe ist, die ich kennenlernen durfte. So, und die bestätigt sich halt natürlich auch fast jeden Tag für Tag und die wächst natürlich auch immer mit der Zeit. Das ist wahre Liebe. Also, wenn wir jetzt mal so auf, sagen wir mal, 10 Jahre Zukunft hinblicken möchten, dann sollte mein Leben auf jeden Fall geordneter aussehen als jetzt, abgeschlossene Ausbildung. Wünschenswert wäre auf jeden Fall eine andere Wohnung, Finn ist dann auf jeden Fall im Teenageralter, der geht auf die Schule. Wie es bei mir bis dahin aussieht, keine Ahnung, wäre natürlich wünschenswert, eine Freundin, / vielleicht auch Frau, wer weiß. Auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben stehen, das ist für mich sehr wichtig. Also Finn, sein Leben soll auf jeden Fall kunterbunt sein, er soll seine eigenen Erfahrungen machen. Gehört alles dazu, positive als auch negative, Freundschaften schließen, ihm auf jeden Fall das bieten, was ich auch als Kind hatte und das war Freiheit. Wenn ich eins
den jüngeren Alleinerziehenden mit auf den Weg geben kann, dann auf jeden Fall, dass man nicht so sehr dran verzweifeln sollte. Für mich war es sehr wichtig, dass ich meine Geschichte erzählt habe, einfach um anderen Leuten auch zeigen zu können, man kann trotzdem, egal was passiert, Durchhaltevermögen haben und seinen Weg gehen. Klar, es ist nicht immer einfach oder sonst irgendwas, aber man kann es schaffen. Kannst du dir vorstellen, alleine ein Kind großzuziehen? Schreib es in die Kommentare. Und abonniere den Kanal, um keine True Doku mehr zu verpassen. Falls dich das Thema Vaterschaft und Sonstiges noch interessiert, dann schau dir das folgende Video von Die Frage an.